Weiter geht's bei Patron und diesem tatsächlich wunderschönen Spiel. Und ich sag's ganz ehrlich, am Anfang hätte ich wirklich nicht gedacht, dass dieses Spiel mich so fesselt. Denn normalerweise haben solche Spiele für mich immer den Reiz oder das Problem, dass ich ein Workers and Resources Spieler bin. Und wenn ich das spiele, dann denke ich mir nach, na tatsächlich, bei Foundation ging es mir so, nach ungefähr 20 Folgen, oh Gott, ist das langweilig, hier passiert ja wirklich gar nichts mehr. Und im Gegensatz zu Workers, da ist immer das der Punkt, selbst wenn alles läuft, passiert irgendwas und plötzlich klappt es nicht mehr. Und genau das habe ich in Patron auch. Ja, das heißt, es kommen 5 Leute mehr dazu und plötzlich ist euer ganzes System so dermaßen aus dem Tritt gebracht, dass die Nahrung fehlt, Brennholz wird knapp und. Und das ist so dermaßen cool. Und deswegen finde ich dieses Spiel tatsächlich echt nice. Und ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber Patron könnte tatsächlich neben Workers einen Platz auf meinem Kanal finden. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Okay, auf jeden Fall, zumindest für dieses Let's Play, da nähern wir uns einem Ende, denn die Kirche ist im Bau und wir sind auch schon relativ weit fortgeschritten. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein paar Tage weiterspielen, so viel steht fest. Jetzt schauen wir erstmal in die Jobs. Wir sind bei 8 Arbeitern, ja, das ist ganz gut. Also Lebensmittel, denke ich mal, kriegen wir soweit erstmal in den Griff. Dann schauen wir mal hier rein, da sind wir bei 3. Das sollte auch hoffentlich reichen. Da sind wir bei der Kirche. Ja. Ihn haben wir vom Radius auch ganz gut im Griff. Mhm. Sieht auch gut aus. Ihn müssen wir updaten. Das ist das, woran wir jetzt arbeiten. Ja, das ist das Thema Sicherheit. Ansonsten sieht es echt gut aus. Dekoration, Apfelwein ist in Produktion. Bier, Tabak, Kerzen ist in Produktion. Wir sind, denke ich mal, jetzt auf dem Stand, dass wir sagen können, unsere Bevölkerung läuft soweit erstmal ganz gut und unsere Leute können wir auch soweit ganz gut versorgen. Wir haben die Basisgüterproduktion von allen wichtigen Gütern am Laufen, inklusive Ziegelsteine. Und ich denke, wir sind an einen sehr schönen Punkt angelangt in diesem Let's Play. Ich hoffe übrigens auf echt viele weitere coole DLCs für dieses Spiel, denn es ist schon echt toll. Also wirklich, ganz ehrlich, mich fasziniert dieses Spiel wirklich ein bisschen. Okay, gut. Und hier wird gebaut und ich würde sagen, das gucken wir uns nochmal an, oder? Ah, ist das nice. Apropos angucken, können wir nicht eigentlich hier noch ein paar neue schöne Sachen jetzt hinbauen? Wir hatten doch weitere Verschönerungen. Ja, dekorative Bäume. Die sind aber groß. Pass auf, dann machen wir das wie folgt. Mittelgroßer Park. Oh, ja, das ist super. Also, wir machen das wie folgt. Wir reißen ihn ab. So. Dann machen wir uns das Grid an und stellen fest, dass der Baum hier symmetrisch nicht reinpasst. Da habe ich jetzt ein Problem mit, ihn da reinzusetzen. Wenn ich ehrlich bin. Wir machen das trotzdem. Wir bauen ihn dahin und werden die kleine Statue daneben setzen. Jetzt muss ich mal die Richtung. Dann werden wir den mittelgroßen Park hier nebensetzen. Werden jetzt unsere Steinstraßen planen. Hier rum. Einmal da lang. Da lang. Hier wieder zurück. Dann natürlich einmal zur Statue. Dann haben wir da vorne noch eine kleine Ecke. Da können wir auch eine Verschönerung bauen. Das wäre dann vielleicht sogar eine Fahnenstange, aber das sind beides Zweier. Obwohl ich das echt nicht schlecht finde. Vor dem Baum die Fahnenstange, ja, das finde ich gut. Dann hätten wir noch ein paar kleine Elemente. Da hätte ich gerne so eine Zierhecke oder sowas, aber das machen wir nicht. Da würde ich sagen, oder eine Bank wäre cool. Haben wir leider nicht. Dann machen wir hier einfach den Weg ein wenig breiter. Okay, dann haben wir doch hier jetzt wirklich eine schöne Plattform geschaffen, wo unsere Leute sich im Adelsviertel hier entspannen können. Sehr gut, sehr schön, wunderbar. Das gefällt mir wirklich gut. Das bitte einmal priorisieren.
Das ist wichtig. Bauholz, eigentlich genug Ziegelsteine und Werkzeuge auch. Okay. Jetzt bloß aus irgendeinem Modus rausgehen. Nicht, dass ich hier noch irgendwelche Gebäude abreiße. Stadtgebäude, da müssen wir auch mal dranbleiben. Gasthaus haben wir noch, einen Hafen haben wir noch, ein Zunfthaus der Arbeiter. Es gibt so viele Sachen, die wir noch machen können. So eine Patronsvilla. Du verdienst nur die beste Unterkunft. Das wäre übrigens so ein bisschen das offizielle Ende des Spiels, denke ich. Die Villa des Patrons. Aber ich hatte ja von vornherein gesagt, dass wir bei dem sehr schweren Start ungefähr bis zur Mitte des Technologiebaums spielen werden, wenn wir das Ganze stabil am Laufen haben. Aber mal gucken, wie weit wir kommen. Okay. Die Händler fühlen sich nicht mehr sicher. Ja, da arbeiten wir dran. Wir können in die Forschung gehen und schauen, ob wir dort noch was updaten können. Da wollten wir auf jeden Fall noch weitermachen. Das halte ich im Moment für nicht notwendig. Mittelgroßer Springbrunnen brauchen wir, glaube ich, im Moment nicht. Pflichten, da hat man gesagt, das brauchen wir gerade auch nicht. Hier sind wir durch. Die Umsetzung der Richtlinie erhöht die Produktion von Bienenstöcken, Schreinern, Töpferwerkstätten, Lehmgruben um 10%. Wohnungsbeitrag. Die Umsetzung der Richtlinie gewährt Münzeinnahmen für jedes Haus. Ja, das brauchen wir im Moment nicht. Windmühle auch nicht. Wir gehen an die Schule. Das ist wichtig, damit wir in Richtung Ratssaal und Wachhaus kommen. Da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. So, Holz. 240 monatlich verwendet. Das kann nur ein Fehler sein. Wir können mal wieder auf Stufe 5 gehen. Ansonsten müssten wir tatsächlich noch eine weitere Holzproduktion starten. Das wäre natürlich unschön. Das könnte man dann hier oben tatsächlich machen. Das wäre möglich. Ansonsten sieht es hier gut aus. Aber Holz wird echt wenig, ne? Das ist echt krass. Feuerholz ist von der Produktion her erstmal gut. Aber irgendwie steigt das auch so langsam. Verbrauchen wir gerade so viel? Okay, ich denke, in den nächsten Monaten wird es besser werden. Eisen 300, ja. Also, es sieht momentan gerade beim Feuerholz, auch bei den Steinen ist es eng, ne? Da könnte man noch expandieren, das macht keinen... Na doch, es würde Sinn machen. Wir expandieren hier einmal und packen hier einen mehr rein. Aber bei den Steinen ist es doch sehr eng gerade. Wir haben auch 9 Arbeiter. Oh Leute, wir haben schon wieder 2 dazu bekommen. Das ist ja der Wahnsinn. Dann sollten wir jetzt wirklich ganz dringend mal schauen. Hier sind wir dabei. Da sind wir auch am Maximum. Hier sollten wir auch... Nee, wir fangen hier nicht an mit Abholzen. Das machen wir nicht. Damit fangen wir gar nicht erst an. Das will ich definitiv nicht. Wie sieht es mit dem Honig aus? Könnten wir eventuell da noch mal nachlegen? Honig haben wir gar nichts auf Lager. Okay. Dann expandieren wir hier noch einmal und packen in die Landwirtschaft ein mehr rein, dass wir im Bienenstock mehr haben. Das erhöht natürlich auch den Holzverbrauch. Okay, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir da wirklich nachlegen. Okay, dann sind wir jetzt bei 8. Wir könnten auch die Kerzenherstellung erhöhen, aber wir verbrauchen im Moment noch nichts. Ja, also das ist kein Problem. Wachs haben wir auch mehr als genug. Wir könnten tatsächlich gucken, ob wir Wachs und oder Kerzen hier verkaufen. Eine Kerze bringt 3. Ja, da verkaufen wir mal 300. Da haben wir ja genug von im Moment. Okay. So, in der Kirche muss auch jemand arbeiten. Erhöht die Zufriedenheit und verringert die Auswirkung von negativen Ereignissen. Sehr schön. Zack. Einmal da rein, bitte. Expansion brauchen wir eigentlich noch nicht. Okay. Sehr schön. Das funktioniert und er braucht tatsächlich ein paar Kerzchen im Jahr. Und dann sollten wir die Kerzenproduktion tatsächlich auch hochfahren.
Jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht. Werkzeugschmied, Kerzengeschäft. Wir können hier einen zweiten reinpacken. Dann verbrauchen wir mal Feuerholz und mehr Wolle. Aber wir produzieren mit der Ranch definitiv nicht genug Wolle. Nee, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Dann macht das keinen Sinn. Dann bleiben wir auch bei dem einen hier. Dann müssen wir gucken, dass wir mit den 500 pro Jahr hinkommen. Das sind 200 Verbrauch. Das ist noch okay. Das sollte also noch ausreichen. Sehr gut. Forschung abgeschlossen. Das ist schön. Und dann gucken wir, dass wir als nächstes den Ratssaal erforschen. Dazu brauchen wir Steine und Holz. Und das ist im Moment... Also allgemein haben wir wieder ein Problem mit Holz. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir wirklich eine weitere Holzproduktion aufziehen. Machen mal hier einen Weg. Und dann bauen wir eine weitere Försterhütte hier hinten hin. Einmal dahin. Und dort ran kommt ein Lagerhaus. Und bietet mehr Lagerraum für Ressourcen, ermöglicht Transporteuren, ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Dienen als Ressourcenablage und Abholpunkt für deine Arbeiter. Das machen wir. Das bauen wir bitte einmal daneben. Ja, sehr gut. So, dann haben wir hoffentlich das Thema Holz erledigt. Steine sind wir schon mit 3 Leuten am Bauen. Da produzieren wir jetzt mehr als wir brauchen. Das sollte passen. Ja, dann müssen wir tatsächlich überlegen, ob wir wirklich ein weiteres Sägewerk haben. Denn im Moment sieht es echt so aus, als wenn wir wirklich mit der Feuerholzproduktion an der Grenze des Machbaren angekommen sind. Denn es steigt nicht mehr nennenswert. Und unsere Leute verbrauchen auch einfach zu viel. Die Kohle, das könnte man wieder freigeben, aber auch nur in Notfällen. Also da müssen wir immer mal so ein bisschen gucken jetzt. Das sieht für mich tatsächlich so aus, als wenn wir tatsächlich jetzt ein weiteres Sägewerk auch errichten müssen. 5000 Nahrung sieht auch noch gut aus. Wir sind bei 7 Arbeitern. Aber wir kriegen ja auch bald wieder Nahrung rein. Ich meine, die Karottenfelder sind bald wieder fertig. Das sollte passen. Okay. Dann wieder ein Blick, überhaupt, wie es mit Karotten aussieht. Da könnten wir sogar mehr produzieren. Weizen produzieren wir genug. Da verbrauchen wir am Monat 100. Okay, Karotten. Gucken wir mal. 100 wird verbraucht im letzten Jahr. Wir holen 700 rein und wir verbrauchen knappe 100. Also 80 bis 100. Wir bräuchten also noch ein Karottenfeld, damit wir das ausgleichen können. Hafer haben wir genug. Weizen auch. Wurzeln, Pilze, Erdbeeren kriegen wir auch rein. Wildfleisch, Fisch und Krabben haben wir jetzt auch auf Lager. Da brauchen wir also nicht weiter investieren. Äpfel sieht grenzwertig aus. 95 Äpfel. Aber das sollte bald wieder geerntet werden. Das sieht also auch erstmal gut aus. Wir haben ja im schlimmsten Fall auch ein bisschen Apfelwein auf Lager. Okay. Kerzen und Wachs haben wir. Tabak haben wir auch genug. Lehm auch. Ziegelsteine und Blumen wollen die Leute immer noch nicht haben. Okay, passt. Gut. Wie viele Leute haben wir? 7. Wir sind bei den Förstern. Jawohl, er ist fertig. Dann warten wir noch, bis das Gebäude fertig ist. Und so lange können wir schon mal hier investieren. So. Okay. Dann, wenn das Gebäude fertig ist... Obwohl, er ist ja schon dabei. Wo ist denn dann der... Moment, wo ist denn dann der 6. Förster? Da ist nur einer drin. Okay, dann machen wir da noch einen rein. Da, dann haben wir 2 Förster mehr. Das sollte doch erstmal ausreichen, hoffe ich. Okay. Dann warten wir da mit der Expansion noch. Dann haben wir jetzt 6 Förster.
Und das sollte jetzt ausreichen. Okay, das ist auch im Bau. Dann haben wir jetzt 6 Leute. Okay, also Steine passt. Holz haben wir uns drum gekümmert. Produktion steigt. Und das müssen wir echt im Auge behalten. Beziehungsweise nicht nur im Auge behalten. Ich würde tatsächlich sogar ein neues Gebäude davon schon in Auftrag geben. Denn das ist mir gerade auch für den nahenden Winter ein bisschen zu wenig. 1700, gerade bei der großen Anzahl an Häusern, die wir haben. Da werden wir direkt ein weiteres Sägewerk in Auftrag geben. Und das bauen wir hier unten hin. Gucken wir mal ins Grid. Ja, da. Und die Straßen führen wir einmal dahin, bitte. Und das können wir da auch gleich nochmal weiterführen. So. Okay, sehr schön. Gut, dann sollte das mit den Äpfeln hoffentlich auch passen. Die haben noch ein paar auf Lager. Das produziert alles. Das ist schön. Karotten wurden abgeerntet. Nahrung würde ich mal beobachten. Wir könnten natürlich auch ein weiteres Karottenfeld bauen. Da würden wir ihn aber so ein bisschen in die Suppe spucken. Ja, da muss er aber in dem Fall durch. Da muss er durch. Wie viele Leute haben wir? 6. Okay, wir machen mal 2 weitere Felder. Da würde ich gerne weitere Sachen anpflanzen. So, ein weiteres Getreidefeld. Einmal dahin bitte. Und einmal dahin bitte. So, okay. Gut. Wir müssten auch eine weitere Ranch planen. Wir haben natürlich sehr wenig Tiere jetzt. Da können wir nochmal welche kaufen. Und wir können auch hier wieder was verkaufen. Und wir sind bei Kleidern. Die verticken wir gleich mal wieder. Zack. So. Und jetzt müssen wir echt mal ein bisschen Geld sparen, damit wir das nächste Gebäude updaten können. 162. Also es bleibt sehr wenig. Das kriegen wir gerade noch in den Griff. Wir werden das Gebäude hier, wenn es fertig ist, mal pausieren. Da machen wir erstmal nicht weiter. Da müssen wir mal schauen. Aber wir haben es erstmal in der Hinterhand, falls wir es brauchen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Okay. So, die beiden sind fertig. Jetzt ist die Frage, was wir hier anbauen. Karotten würde ich gerne machen. Wenn ich das so sehe, dann werden die Karotten wahrscheinlich wieder. Wir sind bei 91. Ja, also einmal Karotten sollten wir noch machen. Wir stellen hier auch direkt 12 ein. Und dann hätten wir hier Blumen, Bohnen und Kürbis. Ich würde sagen, wir machen noch einmal Kürbis für unsere Leute. Da produzieren sie 720. Ja, das sieht gut aus. Okay. Sehr schön. Wie viele Äpfel haben wir auf Lager? Haben wir davon noch ein paar in der Hinterhand? Nee, tatsächlich nicht. Also Äpfel sind sehr wenig und vage im Moment. Und Geld sieht auch nicht so gut aus. Na, es geht. Es geht. Okay. Ich bin übrigens tatsächlich am Überlegen, ob wir diese Ranch wirklich abreißen und eine größere nochmal aufbauen. Möglicherweise sogar hier oben, in dem Bereich. Das ist natürlich ärgerlich, weil wir die jetzt schon auf 11 Schafe haben. Wir müssen mal gucken, wie sich das verhält, denn wir produzieren jetzt 274. Wir bräuchten aber für eine vernünftige Kerzenproduktion mit 2 Leuten, wie viel bräuchten wir da? Ja gut, das könnte reichen. Dann wären wir bei 140. Aber wir müssen erstmal mit der einen Person auskommen. Wir haben nämlich gerade nicht genug Leute. Wir sind bei 4 Arbeitern. Das muss erstmal so funktionieren. So, er ist fertig.
Und da soll bitte erstmal keiner arbeiten. Das Gebäude werden wir auch pausieren. Die sollen ruhig alle hier drinnen arbeiten. Das Gebäude ist immerhin ausgebaut. Und wenn wir merken, dass wir da Probleme bekommen, dann aktivieren wir das. Das Kerzengeschäft ist... Moment, das ist leer? Nee. Ich würde schon sagen. Okay. So, darum haben wir uns auch gekümmert. 7000 Nahrung. Wir haben auch durch das zweite Lager jetzt mehr als genug Kapazität. Also, da mache ich mir auch keine Sorgen. Sehr hübsch. Okay, und wir sind doch echt schon, wenn wir uns das von oben angucken, mittlerweile relativ stark gewachsen. Ne? Also, ich meine, die Insel ist noch groß genug. Ja, da haben wir noch mehr als genug Platz. Aber wir sind auch schon ganz gut gewachsen. Das muss man schon sagen. Und ich bin mal gespannt, wie groß wir noch werden. Okay. Wo ist denn genau die Schreinerhütte, die Töpferwerkstatt und ich meine das Kleidungsgeschäft hat eine Zufriedenheitsreichweite. Das war übrigens bei dem Kerzengeschäft nicht so, wenn ich mich dann täusche. Aber zumindest sehe ich das da nicht. So, 2000, sehr schön. Dann verkaufen wir hier direkt nochmal... Ja, wir schauen mal, was wir hier haben. Feuerholz machen wir nicht. Fisch ist mir auch zu günstig. Kräuter. Komm, wir verticken 300 Kräuter. Ab dafür. Weg damit. Und dann werden wir die nächste Forschung, den Ratssaal, direkt anschmeißen. Wir müssen nämlich ganz dringend zum Wachhaus kommen. Dann sind wir schon relativ weit hier hinten. Wir haben noch eine ganze Menge Sachen, die wir noch optimieren können. Parfümladen könnte man noch machen. Backsteinvilla. Einen großen Park. Luxusgüter. Das wäre natürlich auch alles noch möglich. Ölmühle haben wir hier noch, Bäckerei, Destillerie. Also wir können noch eine ganze Menge bauen. Aber ich denke, wir haben eine sehr gute und stabile Basis geschaffen. Und das, obwohl wir hier mit diversen Problemen und dem absolut höchsten Schwierigkeitsgrad gestartet sind. Und das ist alles nur euer Erfolg. Das muss man ganz klar sagen. Ohne eure hilfreichen Tipps in den Kommentaren wäre das hier mit Sicherheit, und da bin ich mir sicher, nicht zum Erfolg geworden, das Spiel. Also noch ist es ein Erfolg, aber wenn ich mir, oh Gott, das Holz so ansehe, naja, mal gucken. So, wir haben immer noch so unglaublich viel Tabak. Ja, wir produzieren da weiter. Und verkaufen das ab und an. Und als nächstes will ich tatsächlich ein zweites Dock bauen. In der Hoffnung, dass wir da mehr verkaufen können. Da bin ich mir nicht sicher, wie die Spielmechanik ist. Ich hoffe tatsächlich, dass wir mit einem zweiten Dock auch weitere Sachen verkaufen können. Das wäre gut. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Dort ist es. Gucken wir mal, ob wir das da hinkriegen. Ja, da würden wir das sogar hinkriegen. Die Frage ist, ob wir das auch eventuell woanders platzieren können. Alles Steinküsten. Das sieht echt so aus, als wenn wir das nur noch da hinkriegen. Dann bauen wir das direkt hier neben. Passend ein zweites Dock. Einmal dahin. So. Das kostet eine ganze Menge, aber ich denke, das ist es wert. Und da bauen wir dann natürlich auch direkt eine Straße hin. Dann machen wir das Grid an. Einmal da lang. Einmal da. Sehr gut. Dann können wir hoffentlich auch mehr Sachen verkaufen dann bei uns. Okay, jetzt sind wir im Winter und jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir mal auf die Geschwindigkeit 2 und beobachten mal das Feuerholz, was jetzt im Winter nicht mehr so viel ist wie beim letzten Mal. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben die Option hier. Wir werden jetzt mal anfangen, die Sachen hier abzudaten. Und das bringt uns wieder gerade zu dem Thema Münzen. Wir könnten also im Notfall jetzt anfangen zu bauen. Okay, also Kohle freigeben im Winter. Wir sind bei knapp 900. Das Dock wird priorisiert, bitte. Da sind wir auch bald fertig. Das heißt, da können wir wieder was verkaufen. Einmal die Expansion durchziehen. Forschung abgeschlossen, sehr gut. Das heißt, wir könnten, oder wir sind jetzt bei ihm,
beim Ratssaal. Sehr gut. Das bringt uns 5 weitere Punkte, aber wir brauchen im Moment auch nicht mehr. Wir sind bei 70, 5 Arbeiter, das ist gut. Das lassen wir auch erstmal so. So, es sieht noch gut aus. Geh mal auf Geschwindigkeit 5, behalt mal alles ein bisschen im Auge. Gerade auch das Thema Kohle. Eisen sind wir bei 96 von 25. Da könnte man überlegen tatsächlich, dass man jetzt mal einen reduziert. Das würde ich jetzt auch einfach mal machen. Wir behalten das mal beim Hinterkopf. Wenn das wieder sinkt, dann packen wir ihn da rein. So, jetzt verkaufen wir wieder was. Jetzt gucken wir mal, was wir im Überfluss haben. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen mal eine Ladung Tabak. Locker. Einmal 300 Tabak bitte. Und dann werden wir die Updates hier weiter durchziehen, dass wir die Produktion dort in den Gang bekommen. Ah, noch sieht's gut aus, aber der kalte Monat wird kommen. Die Temperaturen werden hier fallen. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir das überleben. 700 Kohle, na, es geht runter. 500, wir könnten natürlich auch noch weiter in die Kohle investieren. Das wäre natürlich auch möglich. 156, 140 ist knapp im Moment. Und da ist es fast fertig. Sehr gut. Okay. Also wir könnten hier noch weiter investieren. Lagerkapazität, das finde ich gut. Einen weiteren Arbeiter rein. Dann gucken wir mal, dass wir mit ihm auch Sachen verkaufen können. Kräne machen wir auch. Und dann schauen wir mal, dass wir hier direkt welche loswerden. Dann 250 Kleider. Und bitte einmal ab dafür. Sehr schön. Gut, passt. Dann werden wir hier unten jetzt Abfall reduzieren machen. Dann haben wir das abgedatet und im Moment sieht es noch gut aus. Wir bleiben mal dabei und werden das mal beobachten, ob wir das wirklich brauchen. Kohle wird jetzt auch wieder verdächtig wenig. Und ich denke, im nächsten Monat werden wir mal gucken, dass wir die Kohle hier deaktivieren. Das reicht nämlich noch nicht aus, um den Bedarf zu decken. Und bei weitem natürlich nicht. Na, noch sieht es gut aus. Wir sind bei 73. Das bringt mich dazu, dass wir einen weiteren Transporteur einstellen können. Und von den 7 Leuten packen wir dann einen in die Expansion. Und dann da oben in die Försterhütte. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen die Produktion gesteigert. Wunderbar. Okay, Nahrung sieht auch gut aus. Also Nahrung produzieren wir jetzt erstmal genug, würde ich sagen. Da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Kleider, Töpfer, Waren, Möbel müssten wir mal im Auge behalten. Die Schreinerhütte, das müssten wir bei Zeit nochmal besser organisieren, dass wir die besser zusammenstellen. Aber Schreinerhütte sieht auch erstmal gut aus. Bier, Tabak, Kerzen sieht auch gut aus. Obwohl Kerzen müssten wir halt auch besser werden. 190. Apfelweindekoration sieht auch gut aus. Okay. Also spätestens, wenn wir die Wachtürme bauen, müssen wir die Kerzenproduktion hochfahren. Wie viel schafft er jetzt im Moment? Er hat bei 10, 192. Wie viel Wolle haben wir denn im Lager? Na, 400. Ja, es geht. Es ist nicht so viel. Okay. Ihr Lieben, weiter geht's in der nächsten Folge. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir das schaffen. Und wir sind übrigens bei 16 Kohle. Dann werde ich direkt den Verkauf von Kohle wieder verbieten.
Die ziehen nämlich 150 aus dem Lager raus. Und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge mit Feuerholz heizen. Und mal gucken, ob wir damit hinkommen. Ich bin gespannt. Macht's gut. Bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.